Ja, hallo und herzlich willkommen bei dem, ja, ganz regulären Los Porestos, Porestos Domestos, wo im Grunde genommen nicht viel Spannendes passiert. Nee, Quatsch, das überhaupt ist nicht. Das ist halt einfach so Black Mesa The Forest Add-on quasi. Ja, das ist harmlos. Guck mal, hier geht's weiter. Was zum Teufel ist das denn? Du Scheiße. Oh. Das ist das Ding! Oh! What okay. The actual... Und hier haben sie Leute draufgelegt. Vielleicht Tote? Ich weiß es nicht. Ach, guck mal, kennst du die Struktur von dem Ding? Das sind diese ganzen Türen, die wir aufgemacht haben. Und da geht auch wieder eine Tür auf. Oh. Was hab ich gemacht? Ich weiß es nicht. Ich hab E gedrückt. Oh. Lass die lieber drinne. Hast du auch die Sequenz gerade? Nein. Du begrabst die gerade. Oh, ist das Timmy? Oder ist das Meg? Es ist Timmy. Das ist Timmy. Siehst du das gerade alles, Tobi? Ja, ich sehe, dass du ihn jetzt gerade auf die Trage hier hinlegst. Was zum Teufel? Sein Spielzeug. Was hast du da? Das Spielzeug. Ah, okay. Alter, was? 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 Das kann doch nicht das Ende sein. Ja, Mann, genau. Ja, Mann. Schließ ihn an! Oh, oh. Was? Tobi, halt mich auf! New Sample required? Neuer Eindruck auf der Du. Alter, was ist das für ein Spiel, Mann? Finde ein neues Opfer? Was? Was? Tobi, ciao! Achso, ich kann mich nicht selbst opfern. Oh, wir müssen... Oh, weißt du, wen wir suchen müssen? Ob hier in der Nähe zufällig ein Scheidungskind ein sehr unglückliches auf uns warten könnte, dessen Vater kürzlich einen Job verloren hat und wo die Mutter gestorben ist? Dass wir vielleicht, dem vielleicht helfen könnten? Alter, ey, das ist so bitter. Ich will das nicht tun. Oh, das ist so bitter. Warum ist das Spiel so gemein? Zumal, ich meine, ist der nicht schon... Nee, tot ist der nicht, ne? Naja, eigentlich schon. Also er hat vorher, glaube ich, wen anders regeneriert. Und jetzt können wir ihn aber von den Toten zurückholen mit dem Ding, offenbar. Wie krank ist denn dieses Spiel? Gott. Warte mal. Ja. Achso, hier ist Glas drunter. Ich dachte gerade, man kann irgendwie drunter gucken und da hinten ist das Level zu Ende. Guck mal, wenn du hier durchguckst, also da hinten ist irgendwie... Okay. Warte. Da unterm Glas, hier unten, wenn du von hier aus oder das Glas guckst. Siehst du das da hinten? Oh. Ja, gut. Toll. Ja. Gut, Timmy. Wollte nur sagen, Taschengeld ist gekürzt, ja? Wir haben jetzt eine neue Hütte. Wo ging's denn da lang, wo du gerade warst? Ich weiß es nicht, wo es hier überall lang geht. Ich habe keine Ahnung. Ich höre nur jemanden kichern die ganze Zeit. Oh, was ist das denn hier? Oh. Auch süß. Oh, Alter, das ist ein ganzer Haufen voll mit... Oh, das ist klar. Ist auf jeden Fall noch Action. Ja. Jo. Als Opfer kann man die nicht nehmen, oder? Die vertragen aber nicht so viel hier, ne?
Ne. Überhaupt nicht. Aber vielleicht sind die auch nur noch dazu da, um einfach nur die Level ein bisschen interessanter zu machen. Tobi, ich gönn mir erstmal ein paar Snacks. Oh, liegt da was zu essen? Jo, ich komme. Ne, hier sind so Maschinen wieder. Solange der Junge noch nicht da ist, da kann man sich mal gönnen. Dann ist das scheiß Gequengel noch nicht da, weißt du? Nachher muss man dann wieder teilen, weißt du? Dann wieder danach wieder haben. Ich will auch, Papa, ich will auch. Ich will Riegel, ich will eine Fanta. Oh, geht das Genörgel wieder los. Genieße mal die Ruhe nochmal vorher. Ja, so. Finde ich gut. Ja. Oder vielleicht kann man ihn nicht so lassen erstmal? Nehmen wir den erstmal mit? Ja, ich wollte gerade sagen, wir können ihn ja vielleicht einfach zurück ins Leben holen, wenn wir soweit sind. Oder? Klingt ehrlich gesagt attraktiv für mich. Ich meine, der muss ja jetzt nicht sofort wieder leben, oder? Ja, vermisst ich meine, man hat es ja auch nicht leicht als Teenager, ne? Da, also, darf man nicht vergessen. Die Querelen der Schule, des täglichen Lebens, da hat man auch zu kämpfen. Hier drüben ging es, glaube ich, auch noch. Ja, geh mal drüben weiter. Ach, wir treffen uns gleich wahrscheinlich, ne? Ja, das wollte ich mal gucken, ob das so ist. Treffen wir uns nicht? Warte, ich komme. Hier ist noch, das sind alles nur so Leitplatten. Da ist aber wahrscheinlich auch alles, ne? Ja, hab ich voll. Okay. Ah, ja, moin. Moin. Hier ist noch Alkohol. Eine Menge davon, aber ich glaube, ich bin über alle Maßen voll mit Alkohol. Ja. Ich kann den noch mitnehmen. Was ist das hier alles für kranker, krasser Shit? Kann man nicht einfach hier wohnen? Hier gibt's Strom, hier gibt's Kaffeemaschinen. Oh, hier ist wieder eine Zeichnung. Daddy! Oh, ja. Und hier sind, guck mal, hier sind ganz kleine, tapsige, blutige Fußspuren. Auf dem Boden. Oh, schön. Er sieht aus wie Mr. Kartoffel. Ja, und vor allem böse sieht er aus, der Daddy. Ich glaube, die mag ihren Daddy nicht, den Matthew. Was ist denn? Was? Was? Sollten wir vorher vielleicht speichern? Hilfe, Tobi! Lass mich raus! Lass mich kurz raus! Du musst nur ein ganzes Stückchen. Genau, du musst eigentlich einfach nur ein Stück zurück, das sind diese komischen Türen. Kannst du so ein Ding bauen? Ich hab nichts zum Bauen. Haben wir nicht irgendwie provisorisches Lager? Hast du 14 Stöcke? Ja, rat mal was. Ich kann dir nicht mal einen fucking Blueprint setzen. Oh, hier geht's, aber hier ist alles rot. Nee, ich kann ja keine Hütte hinbauen. Komisch. Ich frage mich warum. Hä, finde ich jetzt aber auch, weil ich meine, es passt doch super hier hin. Finde ich auch. Ich dachte, ja, wahrscheinlich darf man es nicht oder soll man es. Ich dachte, wir siedeln uns jetzt hier an, weißt du? Bauen uns hier eine schöne Hütte rein, wohnen jetzt hier, gibt ja Snackautomaten, Getränkautomaten, was willst du mehr? Hier würden wir bis ans Lebenende. Boah. Okay. Was ist das? Das sieht aus wie eine Arena für einen Endkampf. Bin mir aber nicht sicher. Komm mal hier auch runter. Oh, wie cool. Was ist das da unten? Das sind nur Steine, ne? Keine Leichen, oder? Ja. Das könnte auch Wasser sein, weil sich das so komisch spiegelt irgendwie. Oh, Alter. Was denn? Gewitter gerade bei dir auch? Nee. Im Game? Nee. Lol. Müsste ich nicht auch Gewitter haben? Okay, das ist voll geil mit der Höhle da drunter. Das ist so cool hier alles. Wir müssen sowas in Minecraft mal nachbauen. Bin ich dafür. Aber 1:1. Oh. Mit Timmy. Die roten Spürchen gehen hier hinten irgendwo hin. Jetzt gehen sie rechts rüber. Nee, jetzt gehen sie ja links rüber. Oh, die hat ja getorkelt, wie es aussieht. Oh, Tobi. Alter. Tobi. Das musst du. Du musst das machen. Ich mach das nicht. Ich kann nichts machen. Oh, der fängt automatisch an. Ich kann gar nichts machen. Ich finde das richtig fürchterlich gerade. Oh nein, oh nein. Oh, die hat gar nichts an. Oh Mann. Oh, was ist mit dem armen Mädchen? Oh, die hat doch voll blutverschmiertes Gesicht.
Hi, Kleine. Hey. Oh, sie hat keine Stimmbänder, sie kann nicht reden. Deswegen hat sie wahrscheinlich... Alter, was? 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 Tobi, was? 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 Was ist das denn, Tobi? Ciao, ich verabschiede mich. Tschüss! Alter, Alter! Alter! Alter, vor! Oh Gott, die Arme! Oh Mann! Das hat ihr Vater ihr angetan! Was ist laut? Oh, die macht richtig krass Damage. Pass auf deine Rüstung auf. Oh, das ist voll laut. Ja, warum ist die denn auf mich getriggert, Mann? Ich weiß nicht. Alter, ich habe hier Lags teilweise. Pass auf deine Rüstung auf, unbedingt. Habe ich nicht gesagt, Endkampf-Arena? Ja, das stimmt. Ich hab Feuer. Ich mach Feuer jetzt aber. Boah, Alter! Achtung! Okay, das... Boah, jetzt schon ein wenig. Okay, ich muss ganz kurz eben Rüstung nachlegen. Oh, cool. Ja, Mann. Aber das will ich sehen. Ich kann keine Rüstung nachlegen. Alter! Lauf doch mal durchs Feuer! Boah, Alter! Ich hab halt keine Pfeile mehr, wenn das weiter so geht. Ich gönn mir mal einen Spaß. Tobi, geh mal weg. Ja. Oh, fuck. Oh. Errungenschaft freigeschaltet, Demolition. Oh nein. Oh, ich hab Dynamit angezündet. Hä? Ich kann mich nicht bewegen. Okay. Ich mach lieber Dynamit, bringt nichts. Dieses Helikopter-Ding, was die ganze Zeit macht, Alter. Hast du es gesehen? Ja. Die ist doch erst 9! Wie kann die denn Babys gebären? Leck mich am Arsch. Alter, die zieht mir die Rüstung einfach aus. Tobi, pass echt auf die Rüstung. Ja. Alter. Ich warte mal, da kommen die Babys noch. Ja. Alter, die hat die Pfeile gefressen, mein lieber Scholli. Das sind so, die kann man so auseinandernehmen. Oh. Tobi? Ja? Bist du bereit? Oder warte mal, bevor ich jetzt sie aufhebe, gehe ich nochmal ganz kurz vorne gucken, ob da noch was ist. Alter, wow. Was ist das? Von einer Stunde oder von anderthalb Stunden laufen wir noch unten in der Höhle rum mit unserem Plastik oder mit unserem Holzbogen. Und jetzt sind wir hier in so einem fetten... Ach, keine Ahnung, das ist doch... Oh, hä? Gott. Bin ich irgendwann zwischen eingepennt und wir spielen gerade was anderes? Alter, hier die ganzen... Oh Mann, oh, die tut mir so leid.
Okay, hier scheint es noch irgendwie... Hä? Warum ist denn hier so eine Rampe? Ich traue mich nicht, da runter zu gehen, weil es sieht so aus, als würde man da wenn ich wieder zurückkomme. Würde ich dir auch nicht empfehlen. Ich glaube, da geht's nicht mehr zurück. Ich glaube, hier ist auch nichts mehr, ne? Nee. Alter, Alter. Was für ein Viech. Und aus dem Trailer zum Update weiß ich ja, ich glaube, die ist ja relativ neu. Ich weiß gar nicht, wie die vorher schon drin war. Aber das Viech könnte nach dem Endkampf auch draußen rumlaufen. Was? Ich bin mir aber auch nicht so sicher. Ich kenne das nur aus dem Trailer halt. Oh, Tobi, schnell, Entschuldigung. Auch jetzt draußen nicht. Okay, also ich meine, das Gute ist, dass wir halt jetzt nicht schuld sind, ne, wenn, und so. Aber ist das dann als gutes Ende zu bezeichnen? Ich glaube nicht. Ja gut, aber was wäre die Alternative? Ich meine, sie ist ja sowieso das Viech. Alter, der Vater, ey, der Matthew. Was hat er dem armen Mädchen angetan? Ich hoffe, den kriegt man noch. Und den kann man noch irgendwo in eine Maschine stecken oder irgendwas. Boah. Ich dachte nicht, er wäre der Endgegner, aber doch nicht sie. Doch nicht die Kleine hier. Oder muss sie auch noch Babys gebären aus... Oh, Alter, was... So ein Dutzend. Also richtig krasse Story auf jeden Fall. Wie gesagt, das ist halt echt, theoretisch gesehen ist sowas echt serienreif, ne? Mit richtig geilen Schauspielern und Zwischensequenzen und sowas könnte das eine mega fette Serie werden. Würde ich mir angucken, auf jeden Fall. Okay, Tobi, bist du bereit? Ja, wir haben ja keine andere Wahl, ne? Die beiden werden auch ein hübsches Pärchen, oder? Ja, das ist wunderschön. Aber wenn die mit 12 Babys nach Hause kommen, da gibt's auch Taschengeldkürzung. Also, Gott. Okay, fuck. Ich esse vorher noch einen Snickers. Ja, das mache ich auch. Und ab dafür. Oh, die Arme. Oh Mann, ich will das nicht. Und für die wird halt niemand zurückkommen. Warte mal, Live-Sample. Oh. Da liegt jetzt noch was. Ich kann es aber nicht aufheben, weil hier irgendwas automatisch läuft. Das wurde nicht akzeptiert, scheinbar. Ah. Ein lebendiges Opfer. Ich selber kann immer noch nicht reingehen. Mann, ich will sie da rausholen. Ich würde sie jetzt am liebsten auch hier hinlegen, aber... Okay, To-Do-Liste. Alter, ey. Finde ein lebendiges Opfer. Tobi, hast du vielleicht noch ein Kind? Das du nicht brauchst? Sahara? Warte mal, was ist das? Das ist eine Keycard. Ja, es ist noch eine Keycard, ne? Kannst du öffnen, aber ich hab im Inventar... Ah ne, da hinten ist die, glaube ich. Goldene Schlüsselkarte. To second artifact, okay. Hier. Oh, wie cool. Willst du? Ich kann, ja, kann ich mal machen. Okay, es gibt noch ein zweites Artefakt. Vor allem vor das moderne Büro und dann hier so ein Zettel einfach. Du Second Artefakt. Jetzt frage ich mich gerade, wer könnte in dem zweiten Artefakt drinstecken? Steckt da vielleicht überhaupt jemand irgendwie drin? Ich habe keine Ahnung. Also wir haben Megan, wir haben den Timmy. Und bis jetzt wissen wir noch von nichts, ne? Also wer da steckt, die Frau da drin? Wieso ist das hier? Ah, okay. Oder Matthew selber. Ja, den Matthew, den würde ich ausbluten lassen, ohne Probleme, ganz ehrlich. Wer seiner Tochter sowas antut, der könnte sogar hier sein. Und sich verstecken, weil er feige ist, weil er ein feiges Schwein ist, der seinem Kind sowas antut. Widerlicher, dreckiger Drecksack einfach nur. Aber irgendwie sind wir jetzt wieder in der Höhle, aber... Gut. Weißt du, dass wir hier richtig sind? Naja, wo sollen wir sonst hin? Wir haben die goldene Keycard von dir bekommen. Geradeaus durch, oder? Nee, da war ja nur eine Tür. Ach, die ging aber nicht auf. Oh, das war richtig schlau, so hoch zu springen. Die sah geschlossen aus und ich glaube nicht, dass die aufging. Aber ich weiß es natürlich auch nicht so genau. So, Mutantenrüstung habe ich keine mehr.
Ja, was soll's. Alter, Tobi, was passiert hier eigentlich gerade? Wo sollen wir halt ein lebendiges Opfer finden? Das geht ja gar nicht. Vor allem, wie soll man das wieder zurückkriegen, wenn wir hier tauchen müssen? Eben. Hätte man nicht diese komischen Krumpelbabys nehmen können? Ja, eben. Die haben doch noch gelebt. Was ist das da vor uns? Ich weiß nicht, sieht aus wie Licht. Ich muss mich ein bisschen beeilen, ich muss Sauerstoff nachfüllen. Wenn ich jetzt sterbe, dann hasse ich alles. Okay, hier geht's wieder raus. Ist da unten noch irgendwas? Mal gucken. Nein. Oh ja. Ach du Scheiße. Ja, hier sieht's richtig gut aus. Okay, warte, ich fülle mal kurz Sauerstoff nach, vorsichtshalber. So. Rüste mal wieder die richtige Waffe aus. Guck mal, die Viecher hier ringsrum. Die sind wie bei der Zeichnung. Guck mal, die sind einfach alle verbrannt, noch in ihren Positionen. Wie bei, ja, wie bei den, wie damals, wie, ne? In diesem einen Raum da, genau. Ja. Ich geh mal ganz kurz hier außen rum. Ich guck mir die mal alle an. Ist das unten? Ich glaube, wir müssen runter. Ich weiß noch nicht genau, ob wir dann ins Wasser springen müssen oder ob hier irgendein Weg runterführt. Alter, Alter, Alter. Was ist da passiert, dass die so verbrannt sind? Das wüsste ich gerne. Das werden wir bestimmt gleich herausfinden. Oh, warte mal, hier. Also hier geht's runter auf der einen Seite und auf der anderen Seite geht's hier noch weiter rein irgendwo. Ich weiß, wir müssen wahrscheinlich runter. Ich will nur mal kurz gucken, was hier ist. Kaffeebecher, Notizen. Also gehörte das wohl mit zum Labor, wenn die Sachen hier so rumstehen. Ich habe das Gefühl, wir sollten runter. Kommen die eigentlich aufmachen? Ich glaube auch. Nee, komm, lass mal runtergehen, nicht, dass da gleich der Ausgang oder so ist. Aber ich glaube, hier ist eh Ausgang. Hier geht's irgendwie durch. Ja, komm, lass runtergehen. Alter Schwede. Weißt du, was ich extrem geil finde? Mhm. Ich habe eigentlich gedacht, so, ja, wenn wir dann zum Ende kommen irgendwie, ne, so storytechnisch, dann ist das so hoppla hopp und dann ist rum. Aber da ist schon richtig Konsistenz hinter auch. Das, ja, ja, auf jeden Fall. Das ist richtig krass einfach. Boah, ich liebe The Forest. Ich liebe es einfach. Das ist ein saugutes Spiel. Ja. Komm, jetzt ist das Wasser? Kann man da runterspringen? Ich probier's nicht. Ich gehe lieber hier runter. Ah, okay, das ist ein Seil. Ja, okay. Jetzt so kurz vor Ende sterben. Moin, Tobi. Hallo. Flatscht. Warte mal. Ich dachte gerade, ich habe irgendwas gehört. Ist hier das Artefakt? Oh. Okay, hier unten sind die auch noch in der Höhle. Auch hier unten sind die alle verbrannt im Wasser. Hier war wahrscheinlich vorher kein Wasser drin. Ach, was sollen wir hier unten? Ich weiß noch nicht genau. Ich würde gerne auf diese Konstruktion drauf, aber ich weiß auch nicht, ob das richtig ist. Auf jeden Fall sind hier lauter Stützbalken ringsrum. Irgendwo drauf. Also hier sind wir runtergekommen, ne? Okay. Ja, hast du irgendwas gefunden, wie man da vielleicht hinkommt? Ist da überhaupt... Nee, ist da überhaupt irgendwas oder müssen wir wirklich oben lang? Ich bin gerade verunsichert, ob wir hier irgendwas machen können. Es hat halt so geleuchtet hier unten, als müsste man hier unten hin. Ja, ne, und das sieht so halt, wenn da steht zweites Artefakt und ist hier so eine Konstruktion, dann denke ich mir halt, oh ja, dann ist ja bestimmt richtig hier. Aber ich finde gar nichts hier gerade. Ich muss doch oben lang. Also müssen wir wahrscheinlich oben lang. Okay. Komisch. Aber wenn man so nach oben guckt, sieht schon cool aus.
So, finde Wasser zum Trinken. Ja, dann trink doch einfach das Wasser hier. Wie schlimm kann es sein? Ist hier irgendwas, weil das Licht da so hinleuchtet? Das leuchtet auf Seil, oder? Achso, das hat mal auf Seil geleuchtet, als das... Wo ist denn das Seil? Ach, da hinten. Das hat vorher auf Seil geleuchtet. Hat einer von uns beiden wahrscheinlich umgestoßen. Ah, okay. Hm, ja gut, das hat ja jetzt nicht so gut funktioniert. Ich war auch der Meinung, geleuchtet. Man findet auch da unten gar nichts. Ich meine, es ist cool natürlich mit den verbrannten Leuten. Also cool, in Anführungszeichen. ja, sieht schon ganz nice aus. Ja, geil. Hätte ich auch gern zu Hause. So, Also dann doch hier lang, oder was? Sieht so aus. Ich muss gleich mal was essen und trinken. Warte mal kurz. Tja, dann... Tobi, Alter! Was ist das hier alles? Ich weiß es nicht. Oh Gott, oh Gott. Dass hier nicht noch mehr von diesen Ureinwohnern sind, ne? Das wundert mich ein bisschen. Hier sind halt gar keine, die sind komplett rausgeströmt irgendwie aus diesem Labor. Ja, wundert mich ein bisschen. Ich dachte, ein paar wären ja noch zurückgeblieben. Also ein paar waren ja auch im Labor noch. Hinterbliebene. So, okay. Raus geht's. So. Und gleich muss man gegen drei von diesen Viechern kämpfen, wie eben. Oh Gott. Alles klar, hier kommen wir wieder rein. Das ist eine tolle Verbindung. Oh. Hätte das vielleicht noch ausgebaut werden sollen? Ich habe keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ach, die beiden schon wieder. Ja, Mensch, die kennen wir. Das sind Freunde von uns. Hey. Oh. Das ist bestimmt Blutest mit Nachnamen. Bei mir ist das Ding gerade umgefallen. Oh, bei mir nicht. Oh, Mann, scheiß Discord, ey. Ach du Scheiße, was ist denn jetzt los? Oh nein, ich hoffe Discord gibt es nicht einen Geist. Oh, Alter. Boah, ich brauche erstmal einen Fun-Drink, Tobi. Komm, ich gönn mir nochmal einen hier. Tobi, ich gebe einen aus heute. Warte, ja, komm hier. Ja, lecker. Gönn dir, Tobi. Hm? Gönn dir. Hier. Ja, schmackhaft. Weißt du, was ich das Gefühl habe? Dass das gleiche Labor ist, nur so wie es wirklich aussieht? Ich habe keine Ahnung. Nee, ich habe das Gefühl, dass Matthew hier irgendwo getobt hat. Ich habe sie erwartet. Ach du Heiliger. Oh, guck mal hier die... Oh, Alter, guck mal hier. Was passiert, wenn ich mich hier draufsetze? Warte mal. Oh. Mach du mal. Oh, jetzt hast du... Man hat einfach ein Kreuz im Arsch. Okay, gut. Da gehörst du auch hin, oder nicht? So habe ich zur Religion gefunden. Ja. Sorry für alle, die religiös sind, aber ne? Ich bin's halt nicht. Also, ist Discord bei dir auch gerade so scheiße? Nein. Nee, dich höre ich manchmal nur abgehackt. Ah, hä, warum? Weiß ich nicht, stört mich gerade voll. Weil ich gerade jetzt am Ende darf nicht lernen. Passieren. Ich glaube, das bringt nichts, ne? Boah, was nochmal? Was? Was war das? Ich glaube, das bringt nichts. Es liegt halt an der Verbindung wahrscheinlich, oder? Oder liegt es an mir? Vom Reden her, nee. Nee, liegt an der Verbindung. Scheiße. Ich würde halt auch gerne mal speichern, so zwischendrin, ne? Ja, das wäre echt schön. Vor allen Dingen bei dem Endkampf kommt man ja auch nicht speichern. Nee. Also Endkampf in Anführungszeichen ist ja noch lange nicht Ende, wie es aussieht. Alter, geil, erstmal Käffchen zwischen. Ja, geil. Ich hab gerade zwar erst einen Soda gesoffen, aber hey, mit dem Käffchen. Das ist ja Wurst. So, hier auch wieder HDMI. Scheiß Tün. Hey, was ist denn hier? Oh, Alter, mit der Bohrmaschine im Kopf. Was? Alter. Lawyer. Oh, kann es sein, dass Matthew Anwälte hast wegen der Scheidung? Oh, deswegen vielleicht auch die Höhle der Anwälte. Okay, Matthew ist ein echt kranker Bastard gewesen, glaube ich. Also ist der hier durchgedreht und hat dann irgendwie... was auch immer. Oh, nice. Vielleicht sind das alles Anwälte gewesen.
diese ganzen mutanten Anwälte und Kinder. Und warum hast du dabei Kinder? Das verstehe ich dann nicht. Ne, die Anwälte wurden ja nur umgebracht. Da haben wir... Hallo? Ich krieg das Ding hier nicht auf. Kriegst du das auf? Ja, das gleiche passiert mir auch. Nö. Scheiße. Nein. Oh, Tobi, ich ahne nichts Gutes. Und weißt du was? Ja, nächste Folge. Ja, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich hab Angst.